Hallo und herzlich willkommen zu To Be Headed or Not To Be oder so ähnlich. Ah, da, ich stehe hinter dir, Bi. Hallo. Hallo, wie hast du ihn jetzt Mit 1. Mit 1 kann man winken. Ja, aber ist doch niedlich. Krasser okay. Macker. Okay. Ja. Okay. Ja, Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Kann hier auf jeden Fall überall drücken. Ja, wir können auch hier Dings reindrücken. Nur die Frage, was müssen wir drücken? Das ist eine gute Frage. Okay. Okay. Steht zumindest was auf den Zetteln. Müssen wir den Kollegen hier wieder beleben, ist die Frage. Und wenn ja, wie? Und was müssen wir hier eingeben? Oh mein Gott. Okay. Bin jetzt schon überfragt, übrigens. Setting. Nee, was steht da? Ich kann es nicht lesen. Kann man ranzoomen? Alter. Wie hier, wo ist denn hier Settings? Kann man irgendwie. Wrap and Drop? Jumphead, Wave. Shock and Spaß. Grab. F. Ach, mit F kannst du Sachen annehmen, ja. Okay. F kann man Sachen. Okay. Ah, okay. Setup. Experiment Report Nummer 13, 13. Juli. Early Summer Thunderstorm. Lightnings are numerous, idle electricity. Protocol Skeleton in place connection with electrodots to the 5 important chakra points. Hier irgendwo Elektrodion. Ich hab außersehen einen Zettel weggeschmissen. Der liegt da unten auf dem Boden. Nicht der Zettel, ein anderer Zettel. Okay. Da stand was drauf. Ich weiß nicht, ob der wichtig war. Ich glaube, er ist unterhalb des Bodens geglitscht. Geil. Sollen wir kurz neu starten? Eventuell. Startstelle. Ich habe den Zettel weggeworfen. Der war weg. Geil. Oh Mann. Er ist vor allem immer noch nicht da. Naja. Hier ist ein Tisch da. Ah, okay. Also wir brauchen die Chakra Points. Ja. Okay. Hast du die Chakra Points? Nee, ich habe hier auf jeden Fall, wie man in Tic-Tac-Toe gewinnen kann. Wie man was gewinnen? Ach, in Tic-Tac-Toe gewinnen, okay. Ja. Ich weiß nicht, wie du es auf diesen Tisch gelegt hast, aber ich krieg's nicht hin. Du musst. Wieso hast du doch? Ja, es hat ein bisschen gedauert. Du musst aber auf den Tisch jumpen, dann kannst du ihn runterfallen lassen. Das sind 5. Das sind 5. Okay.
Bam! Zack! Das Ding ist schon mal an. Okay, wie hast du das jetzt hingekriegt? Hier auf dem Zettel steht die Kombination. Ja, auf welchem hast du denn geguckt? Ach, da! Lol. Okay. So, und wahrscheinlich brauchen wir für die Dinger die Tic-Tac-Toe-Teile, ne? Wrong code. Aha, aha. Start middle. Hä? Ist hier? Ah, okay. Komm mit. Hä? Warte. Ich weiß nur nicht, welches wir machen müssen. Aber hier wird dann der Code angezeigt. Das ah, okay, dann gehe ich mal rüber und dann sagst du mir mal, was ich da machen muss. Okay, ich hab's nur schon wieder vergessen, welches wir machen müssen. Haben wir dieselben Buttons auch? Geh mal davon aus, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist gut. Okay, dann versuchen wir es mal. Ich glaube, du musst einen Code eingeben, ne? Gib einfach mal irgendeinen ein. Wrong code. Ja, das nur dass wir resetten können. Ich weiß ja halt auch nicht, ob wir irgendeinen speziellen Anfangsbuchstaben wählen müssen. Da stand immer, also bei Tic-Tac-Toe stand, dass man immer in der Mitte anfängt. Okay, dann drücke ich mal den mittleren Knopf. So, Code ist. Aha. Aha. Aha, okay. Einmal die 2 drücken. Einmal die 2. Dann die 9. Ja. Und die 7. Okay, jetzt musst du das gleiche Spielchen auch machen. Okay. Ja, krass, hätte ich mal. Vor allem ist es jetzt bei mir ein 5-stelliger Code. Ja. Maga. Okay. Ja, drück einfach mal irgendwas, vielleicht hast du ja Glück. Okay. Wrong Code, schade. Oh. Der klappen können. Okay. Ich drücke also, wieder. Ich drücke ja, wieder. Also konzentrieren. Okay, ich habe die Zeichen nicht gefunden. es war auch der 5-stellige Code auf einmal, ne? Ja. Ja, drück irgendwas. Das. Zack, zack, zack. Das wäre geil, wenn das jetzt geklappt hätte. Das hätte was, ja. Das hätte was. Okay. Okay, okay, okay. Es geht viel zu schnell, Alter. Ohne Witz. Ich weiß auch nicht, warum können wir unsere Köpfe noch nicht abnehmen? Das ist ein bisschen. Also es war irgendwas mit 6 hat es gestartet. Dann glaube ich die 5. Ja. Dann gegebenenfalls die 2. Ja. Die 8. Ja. Und die 1. Natürlich nicht. Okay. Nee. Okay, 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 okay. Konzentration, habe ich gehört jetzt. Ja. Konzentration. Bevor ich drücke, Chakra aufladen. Okay, bist du bereit? Ich will endlich mein Luftschlag haben. Ja, mach. Ein Luftschlag? Ja. Kriegst du doch, wenn du 5 Kills in Folge hast. So, hier. Okay. Also, es war normalerweise
Sollte. Sollte. Sollte es sein. Die 5. Ja. Die 5. Ja. 5. Dann sollte es gewesen sein, hier die 2. 2? Ja, 2, 2. Ja. Dann die 3. Nee. Die 6. Okay, fuck. Die sehen alle gleich aus. Oh, wrong code. Ist das schlecht, was wir hier machen, ey. Puh. Okay. Oh, jetzt darfst du mir den Code sagen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Shit. Ja, gut, aber kannst du nochmal drücken, dann gib mir einfach okay. Den Code. Okay, ja, komm, dann muss ich mich jetzt aber hier, jetzt muss ich hier, ne? Fünf Stellen sind für mich zu kompliziert, offensichtlich. Ey, wir werden als Skelette hier sterben. Ist so. Okay, Musa. Okay. 6? Ah ne, warte, kannst du... Ich kann schon. Okay, 6? Ja, die habe ich schon gedrückt. Also 1? Ja. 5? Ja. 4. Ja. 6. Correct code. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Easy. Spiel durch? Bestimmt. Kriegen wir jetzt deine Ausrüstung? Müssen wir jetzt gegen Monster kämpfen? Das hätte was. Müssen wir jetzt puzzeln? Eben nicht. Müssen wir es auf dem Boden puzzeln? Keins. Alter, wie sollen wir das denn da hinlegen? Kann man gut. Die Dinger rotieren? Ja, mit der rechten Maustaste. Hä? Ah, okay. Zack, rechts aus. Ich hole einfach mal die ganzen Teile. Ja. Versuche sie ordentlich zu drehen. Oh Gott, oh Gott. Ich hasse das, dieses Freirotieren. Ich guck mal nur die Sachen, wo was draufgeschrieben ist. Ja. Bin ein bisschen verwirrt, dass hier kein Sound herrscht, aber. Ja, das ist auch ein bisschen komisch, aber. Das ist so. Ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, ich habe alle mit dem. Mit Buchstaben geholt. Okay. Also der hier ist, den ich hier habe. Das ist der quasi oben links hier in der Ecke, wo das Brett anfängt, das erste. Ja. Ich leg das rüber. Hier. So. Das ist Teil 1. So. Das hier ist quasi, wo das Brett hier aufhört. Okay. Das ist quasi rechts das Ende. Da haben wir links den Anfang und rechts das Ende. So. Hauptsache, die Fackel ist mega laut, wenn man nebendran steht. Ist so. Die Fackel. Nichts macht hier Geräusche, aber die Fackel denkt sich so, ich bin da, Leute. So.
here. Okay, das sieht mir was aus. Was haben wir denn sonst stehen? Also es steht irgendwas mit Family noch auf dem Board, irgendwas mit MA und irgendwas, was ich nicht lesen kann. Schlimme ist, ja, ich habe hier das erste Stück, habe ich hier, also wo der Text anfängt. Ich kann die Kacke aber halt nicht platzieren. Ja, das wird das Schwierige sein. Alter, kann doch nicht sein. Jetzt. Ah, oh. 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 Text. Okay. Hier, was steht da? Hier ist. Was könnte das sein? T? Ja, glaube. T. Irgendwas hier. Mit T. T. Ich glaube, da kommt noch ein Stück dazwischen. Hier ist the. Könnte das hinkommen? Das könnte hinkommen, ja. Dann gucken wir. Ah, jetzt geht das hier wieder los. Nee, so nicht. Frage, passt das dann jetzt schon hier dran? Hier ist der. Oh, ich habe glaube ich das nächste Stück. Okay. Heraus. Hier ist der. Next. Geht das schon wieder los? Das ist so aus, hätte schon gepasst so. Hier ist nix. Ja. Bin doch unschlüssig. Vor allem, ich würde einfach gerne die Holzbretter hier abnehmen und es da reinsetzen. Das wäre ungelogen besser. Man kann die Holzbretter leider nicht wegnehmen, glaube ich. Das ist the next horror of. Vor allem die Frage, selbst wenn wir es jetzt zusammenbauen, ja. Was bringt es uns im Endeffekt? Ja. Weil das wird ja jetzt nicht eine Tür öffnen, weil wir es zusammengebaut haben, oder? Ja. Ein Skelettkörper verdeckt ungefähr 80% meines Bildschirms gerade. Oh.
Okay. Wir können hier die Dinger aufmachen. Können wir aufmachen? Die Platten hier an der Wand können wir anklicken. Hä, wo bist du denn? Ach, da. Kannst jede Platte anklicken. Ah, ich wette, der Text ist irgendein Rätsel und dann müssen wir die richtigen Platten nehmen. Oder ja, sowas. Weil hier auch the door of... Open door to off. A new life, ja. Ich weiß auch nicht, ob das hier richtig ist. Was meinst du? Die anderen beiden hier. Neben dem. Könnte, muss aber halt nicht. Ja. Ach, okay, dann kommt der hier drunter. Ja, du hast aber dafür das andere schön jetzt runtergeballert. Das war schön. Nicht, dass wir ein Stück haben, was da reinpasst. Außer es hängt hier noch. Das hier ist unbeschrieben. Ah, hier ist noch was draufgeschrieben, okay. Ah. Jetzt sind wir kurz hier hin. Guck hier nochmal. Ja. Also das hier steht nichts drauf. Ah, noch irgendeins, wo irgendwas. Ah, hier steht auch noch was drauf, okay. Okay. Hauptsache, wir haben aber einen Teil, wo nichts draufsteht. Okay, zwei. Zwei Teile, auf denen nichts draufsteht. Das ist auch ein gutes Ding. Miss Lily Thompson, born Thompson.
Okay, also Gordon hat es aber schon mal geschrieben, wenn ich das richtig sehe. Oder so. Mann, ich bin zu fett mit meinem Ding ins Körper. So. Hast du es komplett hingelegen? Ja. Ah, ist das eine Kackarbeit. So. Hier ist the next home of irgendwas. Ich glaube of the third dollars oder third. Da oben. Das endet mit einem D, oder? Ja. Was fängt an mit einem TH? Soll uns auf jeden Fall einen Hinweis geben, welche Platten wir halt öffnen müssen. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, welche Platten wir öffnen müssen. Manche von den Wörtern kann ich mir auch nicht aus. Also erstmal, ich weiß nicht, was hier vorne steht. Irgendwas mit MA. May the door of your Baracke? Ja. Das ist halt vielleicht auch Marble oder so. Room open to a new life, so, ja. Aber auch der Satz oben drüber, steht da too soon? Too soon, ja. Bild vor. For my two grammatical errors. Nein, ja. Selbst wenn man das da richtig ranlegt, sieht ja, man es nicht. Deswegen. Too soon build for my two. Ah, stimmt, hier ist das MA. Und aber hier steht halt auch nur noch irgendwas Family. Ansonsten halt nix. Und unterschrieben ist es mit Gordon, würde ich sagen. Gordo. Wir haben nur einen Gordon. Nämlich Gordon Crawford. Ist die Frage, ob wir jetzt alle Crawfords öffnen müssen. Beziehungsweise müssen wir vielleicht, weil es ist, glaube ich, mit Gordon ja unterschrieben. Und er sagt irgendwas über seine Töchter. Müssen wir die ganzen Töchter von Gordon jetzt aufmachen? Gegebenenfalls. Book Brand Daughters. May the door of your marble room open to a new life. Lass es einfach mal ausprobieren. Lass mal die zwei Töchter wahrscheinlich dann. Oder Großtöchter öffnen von Gordon Crawford. Geboren wurde er 1798, gestorben ist er 1867. Ich habe hier Wann einmal einen. 1798. 1798, Crawford heißt er. Er heißt Crawford, ja. Ich habe hier nämlich eine Mrs. Regina Hughes, aber ist geborene Crawford. Ja.
Die mache ich mal auf. Ja. So. Jetzt bräuchten wir wahrscheinlich noch eine. Ich habe hier eine Mrs. Alicia Crawford, born Crawford, geboren 1830. Und noch Mrs. Edith Thompson, born Crawford, die haben wir auch noch. Die Frage, welche sind die richtigen? Welche sind die jüngeren? Wann ist denn deine bei dir geboren? 1834. Dann ist deine die jüngere. Mach mal die zwei alten. Obwohl, nee, lass mal 30 und 34 öffnen und gucken, ob das was bringt. 30 und 34, ja. Mache ich meine hier. Hä? Ist die da geschlossen? Keine Ahnung. Achso, jetzt habe ich's offen. Das ist offen. Ist meine zu. Es ist meine wieder zu. Heißt das ist falsch? Scheint so. Ja, was ist, wenn wir die öffnen und dann die andere? Dann geht die hier wieder zu. Oh Gott, müssen. Das ist ein Ding wahrscheinlich, dass du richtige Reihenfolge machen musst, ne? Lass mal gucken, mit wem das alles anfing. Was war er? 17 noch was, ne? Ja. 1798, hier haben wir 1772, 1765. 1765 ist, glaube ich, das älteste, ne? Ja. So, danach dann 72. Ist schon mal falsch. Okay. Ach, vielleicht müssen wir immer die Relatives dazu. Also wir haben Mr. Alvin Crawford. Kriegen wir jetzt noch eine Mrs. Alvin Crawford her? Alvin Crawford. 1765 zu 1843. Könnte die Mrs. Ariane Crawford, born Smith, ja, probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Nein. Nee. Okay. Vielleicht Emilia Crawford, 1803 geboren. Okay. Scheiße. Aber das kann doch nicht so schwer sein. Hä? Aber ich verstehe auch nicht, weil er will doch irgendwas mit seinen Granddaughters. Ja. Naja, die Großtöchter. Ja. Tucson Bild for my two granddaughters. The door of your marble room open to a new life. Born. Born. Ah, okay. Moment, gehen wir mal komplett den Satz durch. Also hier ist the next house of the oder this oder... Okay, ja. Und hier hinten steht ja noch Family. Irgendwas Family. Und davor ja. Sind noch mal ein paar Buchstaben. Könnte es Thompson's Family heißen? Oh, ja. Dann wäre es ja, here is the next home of Thompson's family. Too soon been for my two granddaughters. Irgendwas, May, ne? Ja, May. Ja. May the door of your irgendwas room open to a new life. Gordon. Die beiden Thompson. Dann müsste es Thompson's vielleicht sein sonst. Ja, dann haben wir hier eine Lily Thompson, 1840 geboren. Ja. Ist hier überhaupt ein Thompson? Ist keine Thompson. Doch hier, Mrs. Angelina Thompson, born Thompson, 1843, 1847. Ja. Hast du gedrückt? Ja. Ja. Ah. Beide verstorben zur gleichen Zeit.
Wow. Aua. When head is on shoulders, each put it in your hands. And vice versa. Oh Gott. Ah. Ich hab meinen Kopf wieder. Ah, okay, Moment. Das ist jetzt auch mein Kopf. Kann ich ihn denn nicht aufsetzen? Das sieht schon sehr creepy aus. Hier. Nimm deinen Kopf. Deinen Körper kannst du trotzdem einfach benutzen. Dann kannst du F drücken. Jetzt hast du die Platte aufgenommen. kann ich die nicht drehen? Ach doch, so. Mit E kannst du dich wieder aussetzen. Hallo.